Osric. Hey, ihr da. Wollt ihr mit meiner Katze spielen? Nein, tut mir leid. Dafür haben wir keine Zeit. Schade. Sie mag Fremde eigentlich sehr gerne und beständig spielen. Vielleicht später. Das wäre toll. La 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 la. Komm, meine kleine Mini, wir spielen ein wenig. Gespielt. Okay, dann gehen wir. Wir sind hier fertig, denke ich. Wie es wohl unter ihren Kapuzen aussehen? Sicherlich wie graue Würmer. Gehen wir da als nächstes rein. Ah, das ist bestimmt ein Bild von einem kleinen Mädchen. Süß! Das ist bestimmt das Haus des Malers. Ein sehr hübsches Bild. Das Pferd ist sehr gut gelungen. Oho, ein dunkler Fürst feiner Kerze. Gefällt mir. Wen wundert's? Was ist denn das? Keine Ahnung. Scheint wohl moderne Kunst zu sein. Ein junges Mädchen in einem weißen Kleid. Sieht lecker aus. Irgendwelche Pflanzen von einem Sternenhimmel. Das Bild können wir uns anscheinend nicht ansehen. Echt schade. Na gut. Eine Menge weißer Blüten. Eine hübsche rote Blume. Noch mehr Blumen. Und da können wir nichts machen. Schade. Kevin. Soll ich euch zeichnen? Nein, aber wir haben einen Auftrag für dich. Und der wäre? Ein Bild mit einem riesigen Herz und darauf die Aufschrift, du bist mein Ein und Alles. Ernsthaft? Ernsthaft. Na fein, normalerweise male ich solch einen kitschigen Mist nicht. Aber da ich gerade knapp bei Kasse bin, mache ich heute meine Ausnahme. Das macht dann 500 Fila. Hier, bitte. Gut, danke. Bedauerlicherweise fällt mir da gerade ein, dass ich gar nicht genug rote Farbe dafür habe. Rote Farbe? Ach, das ist doch kein Problem. Hier, bitte. Was ist das? Ziemlich dünnflüssig, diese Farbe. Aber das geht schon. Gut, das dauert jetzt eine Weile. Wohin soll ich das Bild schicken, wenn es fertig ist? Ins Schloss der Eldains. Sehr wohl. Ronak wird es dann schon in Empfang nehmen. Also erstens, nein, Ronak wird es nicht in Empfang nehmen. Und zweitens, Schloss der Eldains? Die Eldains gibt es in dieser Welt doch noch gar nicht. Du hast ihn doch nicht. Doch, habe ich. Das Bild ist dann wenigstens farblich authentisch. Du bist wirklich ein Ekel. Ich tue, was ich kann. Halt! Was? Wie? Wo? Ihr habt alle ein wirklich interessantes Profil. Und du bist wer? Oh, entschuldigt bitte. Mein Name ist Kevin. Ich bin Künstler. Bist du da nicht noch ein wenig zu jung für? Können ist keine Frage des Alters, sondern der geistigen Reife. Ich bin sozusagen ein Wunderkind, aber ich mag diesen Begriff nicht sonderlich. Wie auch immer, ich habe all diese Bilder gemalt, die ihr hier seht. Und für eine 1000 Filar zeichne ich euch ein Porträt. Danke, kein Bedarf. Wie ihr wollt, wenn ihr es euch anders überlegt, es kommt wieder. Ich bin nicht nur der talentierteste Künstler dieser Welt, nein, ich bin auch noch der schönste. Soll ich euch jetzt ein Porträt malen? Ja, gerne. Und wen von euch? Fangen wir mal mit Elaine an. Fein, aber erst das Geld bitte.
Hier, bitte. Danke. Wohin soll ich es schicken, wenn es fertig ist? In Schloss der Eldains. Sehr wohl. Und dann noch ein Porträt von Walner. Und ein Porträt von Aska. Und ein Porträt von Elaine. Elaine hatten wir schon von Lyria. Es geht noch weiter, okay. Das habe ich im Original nicht gemacht, oder? Gab es das nicht? Keine Ahnung. Von Alex noch. Unser Ritter Alex. Jennai. Ronak. Jaina. Halt, bleib hier. Bin noch nicht fertig. In Pace. Keine Ahnung, wer das ist, aber das ist der letzte und wir machen das einfach. So, du hast jetzt 9500 Filar mit uns verdient. Das wird wieder einfach eine Weile reichen, schätze ich mal. Sei also zufrieden. So, ach, hier waren wir. Schön, gehen wir nach oben. One Cool und das verlorene Sein im Angesicht des Lichts unendlicher Parität. Amarin. Mein Bruder ist der größte Künstler der Welt. Er zeigt mir Bilder und verkauft die für ganz viel Geld. Und wenn ich groß bin, werde ich auch mal so gut wie er. Na dann wünsche ich dir viel Erfolg. Kevin ist einfach der Beste. Ob ich Mama mal sagen sollte, dass Kevin immer nackte Frauen zeichnet? Na, seid ihr auch gekommen, um euch für meinen Mann ein Bild zeichnen zu lassen? Vielleicht lohnt es sich denn? Natürlich lohnt es sich. Vor allem für uns sie. Denn seine Fähigkeiten sind so begehrt, dass er seine Bilder zu absoluten Höchstpreisen verkauft und uns so ein recht angenehmes Leben ermöglicht. Ja, das sieht man. Danke. Aber nun entschuldigt mich. Ich muss mich jetzt wieder meiner Schmucksammlung widmen. Natürlich. Schmucksammlung, so. Muse oder Pampelmuse? Moderne Malerei in der Krise. Schlafmittel erhalten. Geheimnis. Okay, dann haben wir das Haus hier auch durch.
Ja. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Fluchttrank erhalten. Geheimnis. Alles nur nutzlose Bücher über irgendwelche Tiere. Ich möchte jetzt nach oben. Sieht nicht danach aus, als wäre hier ein vernünftiges Buch dabei. Ein Buch mit dem Titel Menschenkauf leicht gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es sogar Bücher über Sklaverei gibt. Hey, das hab ich nicht geschrieben. Gina. Du siehst ja sehr unglücklich aus. Deine Mutter? Im Keller. Aber ich fürchte, ihr könnt mir und dir auch nicht helfen. Ich kann nur hoffen, dass sie endlich wieder vernünftig wird. Na mal schauen. Warum hat sie auch nur dieses verdammte Buch gelesen? Ich hätte sie wegnehmen sollen. Hättest du, ja. Naja. Abwehrring erhalten. Geheimnis. Kein interessantes Buch dabei. Eine Menge Bücher über verschiedene Arten von Pflanzen und deren Pflege. Reichlich Bücher über die Pflege von seltenen Pflanzen. Rose, so wachse! Kleine Rose! Morgana Tar. Meine wunderbare Rose. Ich werde dir geben, was du brauchst. Alles in Ordnung bei dir? Hihi, meine Rose wird blühen. Meine wunderbare Rose. Ich glaube, die hat wohl einen zu viel getrunken. Oh, meine Rose, sie braucht mehr zu trinken. Oh, ich werde es dir besorgen, meine kleine Blutrose. Was ist denn eine Blutrose? Meine Blutrose muss trinken. Gib mir Blutelixiere. Gib sie mir. Wir besorgen welche. Oh, meine Blutrose. Bald kannst du trinken. Die ist verrückt. Rose, so was. Das hatten wir ja schon. Stimmt. Gib mir ein Blutelixier. Mir bitte. Trink, kleine Rose, trink. Meine kleine Blutrose braucht mir Blut! Eine merkwürdige rote Hose. Gib mir Blutelixier! Hier bitte! Trink, kleine Rose, trink! Meine kleine Blutrose braucht mir Blut!
Kraftelixier. Hier, bitte. Trink, kleine Rose, trink! Meine kleine Blutrose braucht mehr Blut! Einmal, glaube ich, noch. Gib mir Blutelixier. Hier, bitte. Trink, kleine Rose, trink! Nein, sie braucht immer noch mehr Blut. Ich lasse es jetzt, das zu sagen. Ja! Meine kleine Rose lebt! Was zum Teufel? Lass viel Kräfte an! Na, zum Glück passiert das bei unserer Blutrose nicht. Oh, die hält sogar was aus. Und macht auch Schaden. Ach, Aska. Müsste eigentlich fast besiegt sein, denke ich mir. Das hat sie geheilt. Die hält doch ein bisschen was aus. Ah, jetzt. Eine Seele erhalten. Nein! Was war das? Einen grünen Daumen hat die Lady anscheinend nicht gerade. Und auch kein Geschmack, was Pflanzen angeht. Meine arme Rose. Das kommt davon, wenn man sich mit solchen Spinnen einlässt. 51.600 Erfahrung erhalten. Was liegt denn da? Sieht aus wie ein paar Samen. Blutrosensamen erhalten. Uhu, meine arme Rose. Meine geliebte Blutrose. Such dir lieber mal eine vernünftige Beschäftigung. Oder spende mal dein Blut. Zum Beispiel an mich. Nein, da sagt sie jetzt nur noch das Gleiche. Tja, das war mal eine Blutrose. So, dann, das hat mir glaube ich schon untersucht, keine Ahnung, gehen wir hier rein. Bluttrank erhalten. Geheimnis. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Heiltrank erhalten. Geheimnis. Sonst ist hier nichts Interessantes mehr. Braten mit Spaten. Kuchen ohne Backen und ein Rezept für Dr. Böttkers Schokoladenkuchen befinden sich hier im Regal. Dania! Was macht ihr denn hier drin? Wollt ihr zu meinem Mann? Eigentlich schauen wir uns nur ein wenig um. Aber warum sollten wir zu deinem Mann wollen? Nun,
gekommen zu ihm, um ihm die ein oder andere Frage zu stellen. Professor? In welchem Fachgebiet? Weltkunde. Weltkunde? Was soll das sein? Meine Güte, anscheinend durftet ihr keine gescheite Ausbildung genießen. Weltkunde ist die Wissenschaft von den Geschehnissen in dieser Welt. Ist doch logisch. Ach so, Fräulein Oberschlau. Hier geht jetzt besser. Am besten sogar aus der Stadt. Ungebildetes Gesocks ist hier nicht erwünscht, klar? Ungebildetes Gesocks, so, so. Dumme Kuh, dir sollte man mal den Kopf abreißen. Mal schauen, wie schlau du dann noch bist. Mal sehen, was hier ihre Bildung bringt, wenn ein marodierender Rass hier reinstimmt. Wenn die Integralwurzeln und mir dem Parabolgesetz entgegenwirkt, fehlt hier noch ein Salz in der Suppe. Also mit Mathematik kochen habe ich ja auch noch nie versucht. Ich mag ja Mathematik und ich mache viel mit Mathematik, aber sowas, nein. Prophylaktische Gehirnstromerkennung bei Menschen. Intelligente Amortisation und noch einige andere intellektuell klingende Bücher stehen hier im Regal.